Hallo liebe Sims 4 Freunde, herzlich willkommen zurück zu Die Sims 4. Ich bin hier gerade am Sim umstylen. Sie haben ja neue Klamotten, neue Frisuren gekriegt dazu. Kriegen sie jetzt auch neue Klamotten? Bin mir aber bei den Männern finde ich das schwer. Ich finde es wirklich schwer. Weil ich finde, die haben relativ wenig schöne Sachen, finde ich. Wenn ihr anderer Meinung seid, könnt ihr es ja in die Kommentare schreiben, wie immer. Aber ich finde, es ist echt schwer bei denen. Ich weiß nicht. Also so oberteilsmäßig haben die Männer schon schöne Sachen, so ist es nicht. Aber hosentechnisch finde ich, also die Hosen sind eine Katastrophe. Ich weiß nicht. Entweder sind sie so breit hier an den Füßen, dass sie aussehen, als hätten sie Oberschenkel. So, keine Ahnung. 3 Zentner Oberschenkel. Oder es sind halt so, ja okay, die gehen, das sind jetzt normale. Zum Glück, aber ich finde es wirklich schwer. Und ich kann mich gerade wieder nicht entscheiden. Finde, das da passt eigentlich voll gut. Und vor allem bei ihm, hier oben ist ja voll die Mega-Maschine irgendwie. Und hier ist irgendwie gar nichts. Auch ganz lustig. Meine Heizung macht komische Geräusche, habe ich gerade festgestellt. Sie klopft. Wahrscheinlich spricht sie mit mir. Mein Dunkelblau sieht so auch gut aus. Das, wir nehmen das. Ja, ein bisschen was Dickes schadet nie. Das lasse ich. Weil sie hat auch ein Outfit, wo ein bisschen dicker, sage ich jetzt mal, ist. Weil bei uns ist ja eigentlich Winter. Klar, das gibt es bei Sims 4 noch nicht. Finde ich schade. Ich fand 4 Jahreszeiten immer super. Ihr auch? Bestimmt. 4 Jahreszeiten war doch echt der Knaller. So. Was? Ich bin nicht die Einzige, die sich so schwer tut bei Sims, männlichen Sims anziehen. Sagt mir bitte, dass ich nicht die Einzige bin, die sich da so schwer tut. Ein hell geht's auch. Schuhe. Schuhe, Schuhe, Schuhe. Oh Gott. Diese Clownsschuhe. Oh mein Gott, diese Clownsschuhe. Ich überlege. Nein. Schade, dass es die jetzt nicht in Blau. Ja, nein, das sieht doof aus. Oh, er kann als Butler gehen, er kann als Patient gehen. Nee, wir gucken. Oh, natürlich. Kleidersets. Was haben wir denn eigentlich für. Oh Gott. Steht ihm mal sowas von gar nicht. Oh. Machen wir einen auf Robin Hood. Oder hier. Lucky Luke mäßig. Oh, Kostüme. Darth Vader. Ich möchte ein Darth Vader. Wenn ich so atmen könnte, würde ich es tun. Ich kann es aber leider nicht. Ja, ein Bär. Ich finde diesen Waschbär so süß. Und die gibt sogar ein Pig. Oh mein Gott. Das sieht aus wie der schlimmste Albtraum eines jeden Kindes.
Oh, ein Clown. Nein, nein. Oh, Schürzen. Das ist keine Schürze. Es tut mir leid, aber das ist keine Schürze. Ah, dieses Spiel macht mich fertig. Dieses Spiel macht mich echt fertig. Es sieht einfach scheiße aus. An ihm sieht das einfach scheiße aus. Ja, wir könnten ihm eigentlich mal was Sportlicheres anziehen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Dann so eine kurze Hose drauf. Ja. Oh Gott, lila. Ist das ein Blau und ist das lila? Ja. Ich war gerade sehr verwirrt, was es jetzt war's. Dazu ziehen wir ihn an. Ich werde wahnsinnig. Finde ich jetzt aber eigentlich gar nicht so schlecht. Ich meine, so ein legeres Outfit, warum nicht? Kann jeder in seiner Freizeit mal so ein legeres Outfit tragen. Ich finde das da schick. Hier müssen wir aber unbedingt was an deiner Hose ändern. Ich finde diese Hose einfach der Knaller. Ich weiß nicht warum, sie gefällt mir einfach brutal. Brutal. Ach, egal. Nee, sie gefällt mir. Also ich persönlich würde zu Hause auch so eine Hose anziehen. Ich komme heim von der Arbeit und das erste, was ich mache, ist Jogginghose anziehen. Wer kennt das nicht? Hallo, das ist das, was man. Das ist wahrscheinlich 90% der. Was wahrscheinlich 90% der Leute machen, wenn sie heimkommen. Und nicht mehr aus dem Haus müssen. Jogginghose anziehen. Ah, mich. Es tut mir leid, aber mich hat es gerade hinter meinem Ohr gejuckt. Es war nicht mehr schön. Okay, nein. Das sieht auch sehr schick aus. Aber nicht mit diesen Schuhen. Es wäre auf jeden Fall ein Stilbruch. Oder man würde auf jeden Fall auffallen, du gehst auf eine ziemlich schicke Party mit. Siehst ganz schick aus mit Anzug, allem Pipapo und dann Turnschuhe. Yo, läuft bei dir. So, hier haben wir einmal dieses Outfit. Ich gehe sie nur ganz kurz durch. Das haben wir ja im Part vor zwei oder drei Parts hier mal angezogen. Beide haben wir die Hose, glaube ich, nicht geändert. Die könnten wir auch mal ändern. Jetzt geht das schon wieder los. Nein. Ah, das ist so eine Boyfriend-Style-Hose. Finde ich auch sehr schick. Steht mir persönlich gar nicht. Habe ich im Laden auch schon anprobiert. Meine Oberschenkel sahen noch breiter aus als sonst. Ja, das ist der. Wie soll ich sagen? Das ist die Logik von einer Boyfriend-Hose, sag ich jetzt mal. Aber ich fand's an mir grauenvoll. Bei anderen finde ich's voll schick, bei mir fand ich's einfach nur grauenvoll. Aber irgendwie gefällt mir das hier auch noch nicht so ganz. Das ist natürlich auch was ganz Schickes. Ein Corsagenblusen-Oberteil, sage ich jetzt mal. Jogginghose, High Heels. Läuft.
Ich bin ein Hoffnungs. Oh Gott. Oh Gott. Wird ja mal schlimmer. Oh. Ah. Ist das so eine Lederoptikhose? Ich finde den Weiß schön. Und vor allem passt sie zu den Schuhen. In Weiß. Nee, wir lassen das. Und dann hat sie dieses Outfit. Das etwas wärmere Outfit, weil statt so ein Pulli. Oder mehr oder weniger Pulli. Aber wir können ihr auch noch anziehen. Weil das ist ja eigentlich auch schon ein bisschen länger, als wir ihr das angezogen haben. Was passt denn noch sehr gut? Ich brauche schon wieder so viel Zeit mit Sim anziehen. Braucht ihr auch immer so viel Zeit mit Sims an? Ich finde, dieser Pulli, es ist dieser Pulli, Leute, ich sag's euch. Ich brauche jetzt nur noch die Farbe. Wir nehmen Schwarz. Wir nehmen einen schwarzen Pulli und blaue Armreife. Nee, wir machen hier mal das weg. Weg, 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 weg. Vielleicht geben wir ihr zu eine Schuhe. Das sollte mein Finger von meinem Mund weg machen, von meinem Gesicht, dass man mich versteht. Stiefel. Vielleicht sollten wir ihr Stiefel zu dem Outfit geben. Stiefel wäre eine super Idee. Die sehen stylisch aus. Nee, die gefallen mir nicht. Die gehen, die sind schick. Solche ähnlichen Stiefel habe ich auch. Aber ich habe sie in so einem. Ja, genau in diesem Taubeton oder wie man das nennt. Sie kriegt es jetzt in Schwarz. Socken hätten wir ihr noch anziehen sollen. Socken ist immer eine gute Alternative. Nein, nein, nein. So. Socken. Diese Schuhe. Oh, ich liebe das Outfit. So, dann haben wir ihr einen Jumpsuit angezogen mit Ballerinas. Eine Bluse, ein Jeansrock und Sandalen mit Keilabsätzen. Und et voilà, das letzte Outfit. Crop Top, Jäckchen, Dreiviertelhose und High Heels. So, wir sind fertig. Yay, wir sind fertig. Umstyling ist geglückt. So, nach unserer super Umstyling-Folge jetzt können wir hoffentlich komplett neu und total super durchstarten. Ich bin immer noch auf der Suche nach dem
perfekten Apartment für die zwei, wenn die zwei überhaupt noch so lange zusammen sind, wer weiß. Manchmal zweifle ich so ein bisschen an denen, an ihrer Liebe. Und manchmal denke ich mir, habt ihr's mal, entscheidet euch. So. Das hier haben wir noch nicht hingekriegt, weil wir haben keine Kollegen. Ich habe da keine. Ich weiß nicht, ich habe keine Kollegen. Oder ich habe sie halt nur noch nicht kennengelernt. Wahrscheinlich habe ich sie nur noch nicht kennengelernt. Ich habe wirklich keine Kollegen gefunden. Warum rennst du eigentlich bitte halb nackt rum? Warum? Wir haben dir so schöne neue Klamotten gegeben und du rennst halb nackt rum. Na, wenn, dann kannst du in deinen legeren Sportklamotten rumlaufen. Ja, eben, siehst du, funktioniert auch. So. Hier müssen wir auch noch einem Freund den Wohnungsschlüssel geben. Nein, wir gehen nicht nach unten. 1000 Simoleons für Kindersachen ausgeben. Vielleicht sollten wir aber sein Bestreben ändern. Ich weiß allerdings nicht, in was. Voll was. Geh mal auf. Essen. Herrlich reich. Wissen, Wissen wäre doch was. Nerdhirn. Obwohl, nee, eher das. Das passt. Es passt vor allem nicht zu seiner Politikkarriere. Und das hier. Okay, da ist auf jeden Fall. Nee, er kriegt es. Wir machen Wissen, Renaissance, Sim. Drei Bücher zu Ende lesen und dann werden wir uns wohl neben der Politikkarriere noch zwei andere Karrieren angucken. Und wir haben das Gewürzfestival in der Stadt. Ich mache hier auf jeden Fall wieder einen Cut an diesem an dieser Stelle. Oh, ich sollte es wirklich unterlassen, heute noch aufzunehmen. Mehr Sprachfehler in der ganzen Folge als, glaube ich, in meinen letzten 30 hochgeladenen Videos. Auf jeden Fall sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.